Mag es. Oh. Ach so. Genieße die Zeit für dich alleine. Okay. Wir lesen was. Wir lesen mal erstmal was. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Aufstand der Androiden. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität. Die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Kapitolpark, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurden. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte: "Ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer und ich hatte solche Angst. Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stadtford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein." Mhm. Skynet lässt grüßen, Markus. Tja, aber hast du den Kamsky-Test jetzt bestanden oder nicht? Ich habe ihn bestanden. Fest davon überzeugt. Öffentlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. Nur zwei Länder verfügen über eine den USA ebenbürtige Androidenindustrie, Russland und China. Und sie befinden sich in einem erbitterten Wettstreit um die Position der einflussreichsten Wirtschaft im asiatischen Raum, der die westliche Hemisphäre rasant zu überholen droht. CyberLifes fast menschliches Designmodell für Androiden ist auf die amerikanische Dienstleistungsgesellschaft ausgelegt. Russland und China haben ebenfalls Androiden entwickelt, die ihre Volkswirtschaft repräsentieren. Nachdem die Nachbildung des blauen Blutes gescheitert ist, verlassen sich russische Androidenhersteller auf traditionellere Konstruktionsmethoden. Die resultierenden Maschinen sind weniger menschlich, jedoch leistungsfähig unter kalten und unwirtlichen Bedingungen. Chinas Androiden nutzen eine alternative blaue Flüssigkeit, die weniger Energie generiert, aber effizienter ist. Die Folgen sind Androiden, die in Chinas ländlichen Gebieten monatelang ohne Wartung oder Aufladung operieren können. Wer gewinnt den neuen Wettlauf ins All? Wenn alle in unterschiedliche Richtungen gehen, ist das noch nicht absehbar. Ja, genau. Keinen Grund, einem Menschen nicht zu trauen. Sowas wie interessant machen und dafür Geschichten erfinden, ist ja auch völlig unbekannt. Ja. Wir nutzen ein bisschen noch neue Zeit für uns. Zum Rand gehen. Nope. Immer noch ein Klavier. Gibt auch keinen Grund, ihm zu trauen. Ich muss die Leertaste drücken jedes Mal. Na klar. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich wollte nur mal allein sein. Mir gefällt es hier.
Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Was? Was? Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Ja, ja, ja. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Fatalistisch. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Sehr entspannt. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Gleicher Simon? Anderer Simon? Halluzinations-Simon? Gleicher Simon. Gott. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus. Noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Was ist der Plan? Wir zeigen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten.
Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Passiert. Markus, bitte tu das nicht. Was machen wir denn? Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Sammle deine Leute. Wandel weit ran, Ruine. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Achso, wir machen eine offizielle große Verkündung? Ach, du Scheiße. Weiß nicht, irgendwie gebe ich ihr so ein bisschen recht. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Wandel weitere Androiden um. So ein Androide? Revolution! Kann ich nicht. Doch, kann ich. Da war's. Du bist frei. Ich brauche kein Wort sagen, ne? Ja, ja, geht zur Straße. Erstmal gehen wir hier im Zickzack und nehmen alle Androiden mit, die wir haben. Du bist frei. Kann ich irgendwo noch reingehen? Kann ich nicht. Jetzt ist die Tür offen! Jetzt ist die Tür offen! Nein. Versuch. Ist da drüben gesperrt? Ups. Ich wette, Präsidentin Warren steckt bei Cyberlife mit drin. Kann ich doch hier rein? Nein. No Androids erlaubt. Erlaubt. Na gut, hier sind noch zwei. Oh, das gibt gleich Ärger. Komm mit uns. Vielleicht geht es darum. Das wird auffällig. Du bist jetzt wach. Immer dieser Spruch dazu. Nicht rennen. Kehre die Straße. Ich warte hier schon 10 Minuten. Du bist jetzt frei. Was glaubst du, wo du hingehst? Komm, ich muss her. Die Straße blockieren. Muss ich mal was tun? Ach so, okay. Scheiße, was ist los mit dir? Du tust, was ich sage, ich wollte auch. Wow, okay. Und hier ist automatisch. Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Die habe ich alle überzeugt. Den Kanaldeckel? Moment, noch nicht. Den überzeugen wir. Und da stehen noch zwei in der Abstellkammer. Du bist frei. Und hier sind noch zwei. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Ist hier noch welche? Kanaldeckel? Die wurden mir davor auch nicht angezeigt, oder? Das war eine Hupe, oder? Komm mal fast so auf die andere Straßenseite? Nee, ich komme hier nicht rüber. Gut. Hm. Da, du. Ach nee, du bist schon. Ich komme nicht rüber. Na, ich kann natürlich nur über den Zebrastreifen rüber. Ja, okay. Ja, okay. Eigentlich hast du seine Wahl getroffen. Nochmal. Oh. Sag mal. Achso. Halt auch schwer. Danke. Du bist jetzt frei. Ach so, jetzt muss ich sie nicht mehr anfassen. Oh wow.
zeigt nur noch. Wow. Weiter, weiter. Markus als Rattenfänger, ja, so ungefähr. Krass ist dieses Zeigen. Wir laufen bis da vorne, ne? Natürlich filmen sie jetzt alle. Oh, wow. Markus kontrolliert das Kollektiv. Hm. Echt? Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! Ach du Scheiße! So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß Kamerawechsel, nicht, da ist er. Tausende? Tausende. Sie marschieren. Sie marschieren die Straße. Wir sind ein Volk. Das weiß ich doch nicht. Freiheit für Androiden. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Markus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Markus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Zerstreuen. Wir zerstreuen uns. Nicht schießen. Nicht schießen. Wir werden gehen. Bestätige. Auf meinen Befehl. Lauft! Das ist schon so krass.
Komm schon, Marcus. Wir müssen weg. Nein. Hört nicht auf.